Hallo meine Lieben, lange angekündigt und versprochen habe ich euch schon vor längerer Zeit ein Review und eine Finished Pages Video über mein absolutes Herzbuch Sagor och Segnar von Emily Liddell-Öberg. Und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist mein Buch schon etwas mitgenommen, klar aufgrund dessen, dass ich da halt schon für meine Verhältnisse relativ viel drin gemalt habe. Könnte ich die Zeit nochmal zurückdrehen, würde ich, glaube ich, wenn das Buch neu wäre, es dieses Mal von Anfang an irgendwie einschlagen, sodass das halt durch das Hin- und Herschubsen nicht ganz so kaputt geht da einmal. Aber nun gut. Es ist jetzt, wie es ist, und die Seiten im Buch haben keinen Schaden genommen und ja, ich lege jetzt einfach mal los. Ich freue mich darauf, euch das Buch der Bücher, für mich zumindest, einmal präsentieren zu können, beziehungsweise einmal die fertigen Bilder zu zeigen. So, und ich habe mir überlegt, ich fange einfach mal von hinten an, nämlich aus irgendwelchen Gründen tummeln sich meine fertigen Bilder relativ weit hinten. So, und ich fange mal an mit diesem Eisbär auf Reisen. Das Bild habe ich koloriert 2018. Und für den Hintergrund habe ich die Neo Colors 2 verwendet. Habe sie mit Wasser vermalt, so wie man das ja so üblicherweise macht, mit einem Wassertankpinsel, Farbe aufs Papier aufgetragen und dann vermalt. Genau, den Eisbären, den Vogel und die Steine und die Taschen und Koffer habe ich mit den Karan d'Arche Pablos koloriert. Und ich muss sagen, nach dem Polychromus sind die Karan d'Arche Pablos meine absoluten Lieblingsstifte. Also die sind von der Farbpalette her finde ich die sehr schön und ich mag auch, wie sie sich halt gerade so auf diesem Papier halt malen. Das finde ich richtig schön. Genau. Was gibt es noch zu diesem Bild zu sagen? Vielleicht seht ihr, dass hier auf den Steinen so ein klein bisschen Schnee aufgetupfelt ist und hier unten ist auch Schnee. So eine kleine Schneewehe hier. Das habe ich tatsächlich mit Acrylfarbe gemacht, also mit weißer Acrylfarbe. Ich habe sie mir auf eine separate Palette einen kleinen weißen Klecks gemacht. Habe diesen wiederum mit ein ganz klein bisschen Wasser vermischt und habe mir einen relativ ja, breiteren Pinsel genommen, also mit einer größeren Oberfläche und habe das einfach so die Farbe hier so aufgetupft und hier, wo es so ganz weiß ist, ein bisschen intensiver und hier oben hin dann so ein bisschen weicher. Genau, und für die Schneeflöckchen habe ich auch Acrylfarbe verwendet. Genau, habe ich einen anderen Pinsel genommen und die ist einfach so aufgetupft. Genau, von der Farbwahl her war ich irgendwie, hatte ich Lust darauf, das ganze Bild so ein bisschen im Vintage-Stil zu halten und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Genau. So, schauen wir mal nach dem nächsten Bild. Das sind diese beiden süßen Mäuschen in der Teetasse. Das Bild müsste ich tatsächlich schon in 2017 koloriert haben und diesmal habe ich hier für das Motiv selber die Prismacolor verwendet und für das Blaue in der Tasse, das auch so ein klein wenig schimmert, ja, habe ich einen Gelstift verwendet und den Hintergrund habe ich diesmal mit der Softpastellkreide von Faber-Castell gestaltet und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir einfach auch wieder auf einer separaten Palette ein bisschen Pigmente abgekratzt von dem Blocks, von den Softpastell Blocks und habe dann, ich glaube sogar mit dem Finger,
die Farbe hier ganz leicht aufgetragen. Es ist wirklich hauchzart und sehr hell, aber das war tatsächlich auch von mir gewollt an dieser Stelle. Genau. So, und dann haben wir als nächstes dieses Bild hier und das ist tatsächlich auch das erste Bild, was ich hier in diesem Malbuch koloriert habe. Und auch hier sind die Prismacolor zum Einsatz gekommen. Und ich meine, zu diesem kleinen Schmetterling, Motte, was auch immer, zu dieser farbenfrohen kleinen Kreatur, habe ich sogar mal ein Tutorial gedreht. Das würde ich euch in die Infobox verlinken. Genau, also, was gibt es hier Besonderes zu sagen? Ich glaube, der Bart ist ganz interessant und die Haare von dem kleinen Zwerg hier. Hier habe ich die Outlines und überhaupt die ganze Fläche mit Acrylfarbe übermalt, auch mit weißer Acrylfarbe. Und ich meine, für den Bart ist ein schwarzer Polychromos zum Einsatz gekommen, weil ich mit denen einfach ein bisschen besser Struktur malen kann als mit den Prismacolor. Genau, um so ein bisschen realistischen Stil zu geben, ne? Genau, ansonsten mag ich das ganz gerne, wie der Baumstamm hier geworden ist. Hebt sich schön ab von dem dunklen Grün. So, genau. Als nächstes habe ich hier meinen feurigen Drachen. Der ist im letzten Jahr entstanden. Genau, dazu hatte ich auf Instagram einen Colorlong zu dieser Seite. Und ja, ich wollte halt ganz gerne mit dem roten Hintergrund mal etwas machen, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Und ja, am Ende bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Was mir nicht ganz so gut gefällt, sind die goldenen Sterne hier oben. Da habe ich mit verschiedenen Gelstiften, Posca, Marker Gold und nachher auch Acrylfarbe Gold drüber gemalt. Irgendwie sagt mir das nicht ganz so zu. Aber ansonsten bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Für den Hintergrund habe ich diesmal, sind es schon die Albrecht Dürer gewesen. Also vom Anfassen her würde ich fast sagen, hier habe ich schon die Albrecht Dürer verwendet. Genau, ich benutze mittlerweile mehr die Albrecht Dürer als die Neo Colors 2, ist mir aufgefallen. Genau. Für den Drachen und überhaupt für das ganze Gebäude habe ich die Polychromos dieses Mal verwendet. Und ja, auch auf dieses Bild bin ich relativ stolz. Eigentlich sollte das nur ein kleines Bild für zwischendurch werden. Ich habe dann tatsächlich doch irgendwie fast einen ganzen Monat dran gesessen. All dieweil aufgrund der wahnsinnig vielen Schuppen des Drachens und auch hier wegen den ganzen Details in dem Schlösschen oder in der Burg. Aber Freude hat es mir auf jeden Fall gemacht. So. So, und dann kommen wir zu dem schönen Wal, der hier sozusagen aus den Blumen herausspringt. Auch hier ist der Hintergrund mit den Faber-Castell Albrecht Dürern gemalt. Das Motiv selber ist auch wieder mit den Polychromos koloriert. Und ja, ich muss sagen, ich bin relativ stolz auf diese Farbkombination. Hatte auch wieder richtig, richtig viel Freude dabei, das Bild hier auszumalen. Und ja, ich bin relativ stolz drauf. Und was man auch so im Laufe der Zeit halt merkt, also ich lege immer mehr Wert auf tiefe Schattierung. Ich weiß nicht, ich finde, das gibt dem Bild irgendwie so ein bisschen mehr Lebendigkeit und ja, es macht es halt einfach interessant, ne? Gerade so bei hellen Farben muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Schatten nicht zu dunkel wählt oder beziehungsweise, dass man sie
nicht zu doll in die Fläche reinarbeitet, weil das Bild, die Fläche dann schmuddelig aussehen könnte. Aber mit ein bisschen Übung und den richtigen Farben klappt das auch irgendwann ganz gut. Genau. Und zum letzten Bild komme ich jetzt. Das ist auch in 2019 entstanden. Auch hierfür hatte ich ein Color Along auf Instagram. Genau, Mäuschen und Frosch gehen auf die Reise. Auch wieder einmal habe ich hier für den Hintergrund vorrangig die Albrecht Dürer verwendet. Und hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da sind so ganz klein bisschen Wattewölkchen aufgetupft. Ist tatsächlich mit derselben Technik entstanden wie auf dem Eisbärbild mit dem Schnee. Also auch wieder einen ganz kleinen Hauch Acrylfarbe und dann ganz sachte aufgetupft. Auch hier ist das Bild wieder mit den Polychromos koloriert. Das sind halt einfach meine absoluten Lieblingsstifte. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man lange mit einen und denselben Stiften malt, man kennt sie halt nachher irgendwann in- und auswendig. Also man weiß halt, wenn ich eine bestimmte Farbe nehme, was ich bekomme und welchen Effekt ich damit erzielen kann. Genau, die Blätter finde ich ganz schön geworden. Ja, mein Frosch ist irgendwie so ein leicht verkannter Happy Hippo geworden. Aber egal, ich finde ihn trotzdem ganz cool. Genau, und das Fell des Mäuschen ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Hier habe ich mit dem Posca-Marker schon so weiße Striche reingemalt und habe das schon echt relativ intensiv gestrichelt, habe auch die Outlines komplett übermalt und habe dann einfach nur mit einem leichten Grau und mit einem leichten Blau, Sky Blue, so ein bisschen die Schattierung gesetzt und auch so ein bisschen im Fell hier und da so ein bisschen mehr Struktur reingebracht mit den Farbstiften. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool geworden, meine weiße Maus. Auch ein schönes Bild. Genau, das waren die sechs fertigen Seiten, die ich im Moment in Sage auch Signa präsentieren kann. Ich bin auf jedes dieser Bilder sehr stolz und hoffe, dass ich in naher Zukunft noch viele, viele weitere Bilder in diesem Buch kolorieren kann, werde, darf, wie auch immer. Mein Traum ist es, oder einer meiner Träume ist es, tatsächlich dieses Buch eines Tages fertigzustellen. Ich habe da jetzt keine Deadline für mich gesetzt oder irgendwie einen bestimmten Druck, aber wenn ich dieses Buch im Laufe meines Lebens irgendwann fertiggestellt habe, dann wäre ich da sehr stolz drauf und freue mich heute schon darauf, euch das dann präsentieren zu können, wenn es wirklich komplett fertig ist. Okay, ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Inspiration liefern. Falls das so ist, lasst, wenn ihr mögt, mir gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder wenn ihr ganz mögt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal und darüber freue ich mich natürlich immer megamäßig, weil es einfach zeigt, dass ihr das, was ich mache, gut findet und dass ihr davon mehr sehen wollt. Genau, also an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal Tschüss, wünsche euch nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.